Mark Vogt, grüße ich euch alle hier, die ihr euch heute versammelt habt. Die Schulzin und ihr hochnobler Rat haben zu ihrer und unserer Freude beschlossen, heute sei wieder Markt. In dem wohlfeinen Orte Ad Erlebach, heute wohl besser bekannt als Markt Erlbach. So seid nochmals gegrüßt, ihr Mannsbilder und Weiberleut, die ihr gekommen seid aus nah und fern. Ich bin die Birgit Kress, erste Bürgermeisterin des Marktes Markt Erlbach, und ich heiße Sie herzlich willkommen heute zu unserem zweitägigen Marktfest, das hier in dem ganzen Ortskern stattfindet, mittelalterlich ausgerichtet mit einem großen Bühnenprogramm, Kinderprogramm, vielen leiblichen Genüssen. Und ich freue mich riesig, dass es auch nach der Corona-Pause heute in vollem Umfang und ohne Einschränkungen stattfinden kann. Die Höhepunkte unseres Festes sind natürlich die vielen mittelalterlichen Gruppen, Gaukler, Dandler, die hier sind und auf drei verschiedenen Bühnen hier im alten Ort auftreten und die Gäste bestens unterhalten. Wir haben eine Märchenerzählerin für die Kinder, Kamelreiten für die Kinder. Es gibt verschiedene Bogenschießaktionen und Greifvögel, die man auch streicheln kann. Also es ist für jeden etwas geboten. Das Lagerleben ist sehr schön, das unten an unserer Weht ist. Es ist ein ganz toller mittelalterlicher Eindruck. Und so kann man sich richtig vorstellen, dass es so wirklich einmal vor langer, langer Zeit hier war, als 7-mal im Jahr Markt war. Markt Erlbach hatte schon sehr bald die Marktgerechtigkeit erhalten. Es war ein befestigter Ort. Und das wollen wir mit diesem Marktfest wieder aufleben lassen und einmal im Jahr bzw. alle 2 Jahre ausgiebig feiern. Besonders schön, denke ich, ist heute Abend auch Weht in Flammen. Das ist unsere Weht, die dann feierlich illuminiert wird. Es wird eine Feuershow geben und anschließend auch ein Hochfeuerwerk. Bleiben Sie bitte dabei, Sie werden es nicht bereuen. Es war auch schon beim letzten Marktfest, denke ich, der Höhepunkt des ersten Tages. Und morgen haben wir natürlich auch noch mit dem Bahnjubiläum 120 Jahre Fizinalbahn, die nach Markt Erlbach fährt, auch noch mal ein großes Festjubiläum. Und dort wird der Dampfzugverkehr nach Markt Erlbach, und wir erwarten viele Gäste aus dem Großraum Nürnberg fährt. Wir haben hier eine typische Wikingergewandung, ein typisches Wikingerkleid. Auch der Stoff ist typisch, ist ein Fischgrätmuster. Wir haben hier die typische Wikingerbordüre mit den entsprechenden Mustern. Ein tolles Wikingermesser mit Messing- und Bronzebeschlägen.
ein Essbesteck. Was besonders ist bei den Frauen, die haben einen seitlich einen Schlüssel, um zu zeigen, dass sie Schlüsselgewalt im Hause haben. Die war damals sowieso recht bei den Frauen gelegen. Schlüsselgewalt, wenn die Männer auf Wikingfahrt waren, also auf Beutefahrt waren, dann sind die Frauen die gewesen, die Haus und Hof gehütet und geschützt haben. Und dadurch haben sie angezeigt, ich bin hier die Herrin im Haus. Hallo YouTube, Grüße gehen raus! Also unsere Kostüme, da ich bin auch ein Wanderer. Sie sind ein Wanderer? Ich bin Wanderer. Und wir Sie? Haben hier den Gunadel. Ich bin guter Art. Das ist die Landsknechtszeit Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts. Und der, was war das? Kaiser Maximilian, der Herzog. Ja, und da oben unser Zechbrille. Und dann wie kann man sie bei euch vom Verein nehmen dann? Da hätte ich auch nicht dran gedacht. Nee. Einfach nein. Ich denke, aber nur, dass du das jetzt